Mortal Kombat 2 ist geil. Darf er das sagen? Ja, ich darf. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, werte Zuschauer, hier im Retro-Club auf Rocket Beans TV. Ich darf's mal wieder natürlich sein, euer Gregor, der sich schöne alte und nicht so schöne alte Sachen angeschaut hat, um sie euch zu präsentieren, spieletechnisch. Und heute ist ein Follow-up dran. Eine Folge, die wir thematisch schon vor einigen Jahren behandelt haben. Aber da ist wieder so viel Neues und so viel Spannendes dazu gekommen, dass es sich gelohnt hat, glatt noch eine zu machen. Vor allem, weil es in letzter Zeit sehr viele neue Erkenntnisse gegeben hat. Vor einigen Jahren, da sind Kollege Colin und ich zusammengekommen, weil Colin hatte zu dem Thema schon einiges recherchiert und insbesondere mit der BPJM damals gesprochen für ein Special bei Game Plus Daily. Und dann haben wir das erweitert und im Retro-Club ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, nämlich um Spiele, die in Deutschland auf dem Index gelandet sind, also die indiziert wurden, dementsprechend aus der Öffentlichkeit rausgezogen wurden, zwar immer noch kaufbar waren, aber nur für Erwachsene, sodass Kinder da nicht rankommen. Und die sind mit den Jahren immer progressiv von den alten Games, die sind runter vom Index gegangen, sodass ich ganz offiziell drüber quatschen und euch Sachen zeigen kann. Ja, und das Special ist unten, wenn ihr die YouTube-Fassung euch anguckt, verlinkt. Ansonsten guckt gerne in die Retro-Club-Playlist auf unserem YouTube-Kanal da einmal drauf, da könnt ihr euch das dann nochmal angucken. Seitdem wir diese Folge gemacht haben, ne, da haben wir uns wirklich ausführlich darüber beschäftigt, damit wie wird ein Spiel indiziert, was bedeutet Indizierung, was bedeutet Beschlagnahmung, wer darf es denn überhaupt haben, wo darf man nochmal drüber sprechen. Das sind, wie gesagt, einige Jahre ins Land gegangen und ich habe dann mir die Listen dann nochmal angeschaut und tatsächlich in den letzten paar Jahren sind so viele Spiele und vor allem so viele Klassiker endlich deindiziert worden, dass wir ganz offiziell im Retro-Club drüber sprechen können und ich glaube, da haben wir einiges echt Schönes mittlerweile hier da, worüber wir auch ganz offiziell sprechen dürfen. Und eine Sache möchte ich noch erwähnen, die werde ich auch ab und zu nochmal zitieren, die Kollegen von der Maniac. Zeitschrift. Die haben ja ihren Online-Auftritt auf maniac.de und die haben auch vor einigen Jahren, da könnt ihr auch die Adresse euch da mal angucken, da werde ich auch ein bisschen was davon zitieren, die haben vor ein paar Jahren auch eine kleine Reihe gemacht, wo sie in der sogenannten Akte BPJM darüber gesprochen haben, wie die Indizierungsbescheide einiger dieser Titel gewesen sind, die wir heute behandeln werden. Und mich hat es interessiert, warum wurden sie eigentlich indiziert und ich werde daraus ein bisschen was zitieren, geht auch gerne bei Maniac selber drauf. Ich würde sagen, lass uns zum Einstieg dann einmal gleich mit der größten Deindizierungsbombe hier losstarten und wir lassen mal die Mats laufen. Der junge Mann. Mortal Kombat. Ja, man kann es kaum glauben, aber knapp 29 Jahre, seitdem der erste Teil in Amerika raus ist und der zweite müsste 93 gewesen sein, wurden die ganz alten Mortal Kombat-Titel endlich nicht nur vom Index genommen, sondern sogar, sie sind nicht mehr beschlagnahmt. Damals waren die Spiele natürlich berühmt dafür, insbesondere außerhalb Deutschlands, aber wir deutschen Kids, bis der Index dann zugeschlagen hat, bis die BPJM oder BPJS damals noch entsprechend die Sachen auf den Index gesetzt hat, haben wir es darüber informiert. Es gab sie sogar in Kaufhäusern zu kaufen, bis da schnell agiert wurde. Das Prügelspiel mit den realistisch animierten Figuren, mit dem hohen Gewaltfaktor. Und ihr seht, der Mortal Monday, das war damals, womit Sega, nicht nur Sega, aber für Sega war das natürlich dann am herausragendsten, weil die am meisten Uncut-Versionen angeboten haben. Das war ein richtiges kulturelles Happening in Amerika. Und die Kids sind megamäßig darauf abgefahren. Wir in Deutschland, na, wir sind sehr schnell weggekommen davon, weil der Titel beschlagnahmt wurde. Das bedeutet also sogar, wenn ich mich nicht irre, der Besitz müsste strafrechtlich verfolgbar gewesen sein. Guckt euch da gerne nochmal die erste Folge an, weil beschlagnahmt heißt nochmal extra heftiger. Und in den letzten Jahren durch die Änderungen natürlich, dass da auch offiziell USK-Freigaben geben kann und vor allem, weil der Fortschritt der Technik die alten Spiele nicht mehr so heftig aussehen lässt, wirkte das natürlich ein bisschen, ja, merkwürdig, dass die Spiele noch auf dem Index waren und sogar beschlagnahmt für eine ganze Zeit lang und nicht die neueren Spiele, die wesentlich realistischer vom Mortal Kombat sind und auch brutaler rüberkommen, aber dementsprechend nur einem ab 18 Publikum vorbehalten waren. Und auch ich damals, ne, ich hatte den ersten Teil auf dem Super Nintendo mir importiert, der nicht besonders gut gewesen ist, weil er keinerlei Bluteffekte hatte und das muss natürlich nicht heißen, Blut gleich gutes Spiel, aber das war eben eins der Alleinstellungsmerkmale und es hat sich auch nicht so gut gespielt. Die Mega Drive-Leutchen hatten ein bisschen mehr Glück gehabt, dass sie dann noch mit dem Code Blut freischalten lassen können. Ich kann mich auch sehr gut erinnern, Mortal Kombat 2. Ne? Ein Titel,
wo man sagen muss, Mortal Kombat war schon ein gutes Prügelspiel, aber konnte nicht mit dem Street Fighter 2 spielerisch mithalten. Mortal Kombat 2 war so ein bisschen eine andere Geschichte. Und mein bester Kumpel damals, der hatte sich für Mortal Kombat 2 auf dem Gebrauchtmarkt, hat er 5 Super Nintendo-Spiele plus Geld dafür eingetauscht, damit er das Spiel haben kann. Denn Mortal Kombat 2 war auch 180 D-Mark teuer, wenn man es sich hätte neu kaufen wollen, bevor es auf den Index kam und beschlagnahmt wurde. Und wir können gerne aufs Ingame schalten. Endlich kann ich sagen, Mortal Kombat 2, developed by Sculptured Software. Hier sehen wir insbesondere diese Super Nintendo-Fassung, von der ich am meisten gesehen habe und mit der ich am meisten gespielt habe. War eine wirklich sehr, sehr gut verbesserte Fortsetzung, vor allem, weil auch die Super Nintendo-Version endlich nicht mehr beschnitten war. Gegenüber den anderen Varianten hatte einen guten Sound, hat sich ganz gut gesteuert. Auch hier würde ich immer noch sagen, dass Mortal Kombat am meisten geglänzt hat durch die realistischen fotografierten Figuren, ja, mit den Rendering-Animationen. Donkey Kong aber mal cooler. Und den entsprechenden Gewalteffekten. Aber es gab auch sehr viel versteckte Sachen, die man entdecken kann. Der kleine Kollege, der immer unten ins Bild gekommen ist. Der Toasty gesagt. Ich dachte immer, sei Kuchi, aber man hat es so schlecht verstanden. Und spielerisch war es auch um einiges noch mal glatter als der allererste. Ich habe mal kurz Liu Kang hier genommen, weil der mitunter die einfachsten Moves hat. Wie zum Beispiel hier, den Bicycle Kick. Ansonsten, ach, und Sub-Zero hat mich gleich hier weggefetzt. Das ist natürlich, ach, und da ist der Huhi. Da ist der Kollege. Lass ihn mal kurz gucken. Die gute alte Taktik mit immer schön hier den Leg Sweep machen, funktioniert hier auch weiterhin. Die Moves sind ein bisschen runtergedampft, verglichen mit Street Fighter. Es ist meist 2 oder 3 Mal in eine Richtung drücken plus einen Knopf. Liu Kang hat zum Beispiel alles 2 Mal nach vorne und Moves dabei. Wie, also Sub-Zero geht ja aber jetzt hier, der geht jetzt in die Vollen. So, gib mir einen Uppercut. Nein, er hat mich geschlagen. Es kommt aber davon, es war kein leichtes Spiel, muss ich sagen. Und wenn ich parallel noch die Moves erklären möchte und euch die zeigen möchte, ich muss zumindest zu einem Finisher kommen. Und wenn wir es nicht schaffen, ich habe einen Quicksave gemacht für einen Finisher, damit wir die mal dann sehen. Also man kann 2 Mal nach vorne machen für entsprechende Moves mit Liu Kang. Hat auch noch den Feuerball, kann den auch in der Luft machen. Sub-Zero hat schon mal ein paar ganz gute Kombos. Was mich immer so ein bisschen irritiert hat, war, dass die Mortal Kombat Games eine separate Blocktaste hatten. So, finish him. Und? Oh mein Gott, ist das brutal. Aber es ist jetzt erlaubt. Ja, es ist so gar nicht mal so lange her, wo wir diese Folge aufzeichnen. Vor ein paar Wochen ist nämlich die Beschlagnahmung aufgehoben worden und der erste und der zweite Teil auch gleichzeitig vom Index gekommen in diesen allen Versionen. Und ja, das war immer so ein kleiner Malus, dass man nicht offiziell darüber berichten kann, weil eben auch das einige der Titel waren, die wirklich so viel eine große Bedeutung hatten in der Videospielgeschichte damals. Also guck mal, Johnny Cage, das ist ja nicht erlaubt, was du hier machst. Gebe ich dir nochmal einen Bicycle Kick, der gefällt mir gut. Ah, zu wenig gedrückt. Haben wir das gemacht, dass man sich darüber mal ein bisschen hier austauschen kann. Und jetzt mal auch konkret mal über die History der Serie spricht. Ich werde das gegebenenfalls dann nochmal machen. Es sind noch nicht bei Weitem alle Titel vom Index runter. Da gibt es noch einige Retro-Teile, die ganz interessant wären, über die mal zu sprechen im Kontext von so einer Retro-Club-Folge. Und der Johnny Cage hat mich weggehauen, ne? Wo es interessant wäre, mal im Detail darüber zu sprechen in so einer Retro-Club-Folge. Allerdings, wenn wir das bei Zeit machen, dann können wir auch gerne weg davon gehen. Der Johnny Cage hat es nicht verdient, dass er mich hier weiter beackern kann von vorne. Ich werde noch mal ausführlich in einem anderen Special drüber sprechen, wenn wir über Mortal Kombat dann selbst dann reden. Wir können aber gerne auf die nächste Matz gehen, denn Mortal Kombat 1 und 2 sind nicht die einzigen Klassiker, die abgedatet wurden, sondern id Software. Da sehen wir gerade Wolfstone 3D oder Wolfenstein 3D. Tatsächlich der Titel, der am meisten Wellen geschlagen hat. Vor ein paar Jahren gab es ja auch mal die Anpassung, was gerade die Abbildung in Videospielen von Hakenkreuzen und anderen Symbolen angeht. Diese Version hier ist die bereinigte, die ich euch zeige. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, man weiß ja nicht, wie die Regularien sich noch verändern. Die in Wolfenstein 2 The New Colossus als Minigame spielbar war, die bereinigt wurde eben um entsprechend dieser Symbolik. Aber das Spiel an sich ist die Indizierung worden und man kann wieder darüber sprechen. Als auch, da hatten wir auch schon eine Retro-Club-Folge drüber gemacht. Hier sehen wir Quake 2 vom PC in einer gemoddeten Version hier, die deshalb noch mal ein bisschen besser ausschaut. Noch nicht die RTX-Version, die angekündigt wurde, die ja auch demnächst mal kommen soll, die dann noch mal
ein Spiel modernisiert, aber mit Ede. Als exzellenten Quake 2-Veteranen haben wir eine ganze Folge drumherum gemacht und das bereits gespielt. Und auch da, dieser Klassiker ist auch mittlerweile offiziell runter vom Index. Und wenn wir schon bei id Software sehen, machen wir gleich alle drei komplett. Denn auch die Doom-Serie, nachdem Doom 1 und 2 vor Jahren schon vom Index gekommen ist, auch Doom 3 ist mittlerweile runter, weil ja über Bethesda, die mittlerweile die Lizenzen dann entsprechend halten, die Trilogien gekommen sind. Hier sieht man im Speziellen die Switch-Version und ich habe es nach vielen Jahren auch auf der Switch noch gespielt, wieder mal, und gesehen, hey, klar, man weiß natürlich, warum das Spiel so kontrovers angekommen ist, weil es sich nicht unbedingt direkt spielt wie die alten Doom-Shooter. Allerdings hat es in heutigen Zeiten als so Horror Splatter-Shooter mit Dämonen auf dem Mars und allem drum und dran wirklich ein paar echt interessante Ansätze geboten. Und all diese Sachen von id Software, einer der größten Teile des Kataloges, sind auch mittlerweile runter vom Index in Deutschland. Wenn wir bei Ego-Shootern sind, da möchte ich auch einmal anderswo hingehen. Und ich greife hier kurz rüber, denn ich habe euch das Spiel auch mal mitgebracht. Wir schauen uns gleich einmal, mal gucken, wo es nicht spiegelt, so am besten wahrscheinlich, so, ja, wenn wir es so kippen. Zero Tolerance ist ein Spiel von Accolade, wenn ich mich nicht irre. Genau, Accolade, von Sega gepublished. Das war damals reihum in den Grabbelkisten drin. Das kann man vielleicht auch mal erkennen hier mit einem ganz speziellen Modul, das nicht aussieht wie andere Mega Drive-Module. Steht hinten nochmal Accolade und so drauf. Und Zero Tolerance ist ein Konsolen-Ego-Shooter. Wir können aufs Ingame gerne auch aufgehen, denn da läuft es bereits schon. Kam zu einer Zeit raus, als Ego-Shooter allgemein, egal wie brutal oder nicht brutal sie gewesen sind, gerne mal auf dem Index gelandet sind. Und Zero Tolerance ist einer der Titel, der, glaube ich, von der limitierten Zeit, die ein Spiel auf dem Index sein kann, profitiert hat. Denn das werdet ihr auch in der ersten Folge noch mal sehen können. Es gibt verschiedene Gründe, wie diese Spiele vom Index kommen können. Entweder kann ein Rechteinhaber sagen, hey, prüft das Spiel unter heutigen Voraussetzungen noch mal und gebt uns mal eine USK-Einschätzung, sodass das Spiel dann auch offiziell dann noch mal vertrieben werden kann. Oder wie bei dem hier, ich glaube, bei Zero Tolerance war es so, es gibt ein 25-Jahres-Limit. Ne? Wenn eine Schrift, ein Musikstück, ein Film, ein Spiel und so weiter, ein Medium dann auf dem Index landet, vergeht eine Periode von 25 Jahren. Und selbst wenn dann nicht der Rechteinhaber eingreift, dann prüft die USK, oder? Nee, die BPJM, die USK ist natürlich für das andere zuständig. Die BPJM prüft das dann nochmal. Ich gehe kurz mal auf Start, weil der wunderbare Titlescreen macht mich noch mal ein bisschen wahnsinnig denn hier. Die prüft das noch mal und sagt dann, ist es unter heutigen Voraussetzungen noch indizierungswürdig oder nicht? Und so fallen nach und nach in so einem 25-Jahrestakt, und jetzt kommen wir eben in die Zeit, wo wir Anfang, Mitte der 90er das alles weg haben, wo sehr viel indiziert wurde, kommt das automatisch raus. Und Zero Tolerance ist eines davon. Wir können uns hier unseren Kombattanten aussuchen. Und wir sehen durch als Konsolen-Ego-Shooter, natürlich kannst du auf dem Sega Mega Drive ohne große 3D-Fähigkeiten nicht besonders viel machen. Du hast nur diesen schmalen Abschnitt. Du hast die Möglichkeit, die Waffen zu wechseln. In der Mitte ist die, die du gerade ausgerüstet hast. Ich kann mit dem Steuerkreuz drehen. Wenn ich die A-Taste gedrückt halte, kann ich strafen und mit der B-Taste ballern. Und hier versuchen wir uns mal jetzt kurz so ein bisschen durchzuarbeiten. Ihr werdet gleich sehen, wie brutal das ist. Da, habt ihr gesehen? Das sah fast nach Blut aus. Da auch mit der Shotgun. Nehmen wir ein bisschen Handgun-Ammo. Hat sogar so ein bisschen das Headbobbing. Technisch will ich fast sagen, es ist... wo bist du? Bist du... Technisch würde ich fast sagen, es ist nicht so schlecht. Ist immer alles natürlich relativ gesehen. So. Uiuiui, jetzt habe ich nur noch einen Shotgun-Schuss über. Und ihr seht, die Gegner verfolgen mich jetzt so ein bisschen. Aber sie sind zu blöd, durch die Türen zu kommen. Deshalb gucke ich mal hier, ob irgendwo noch ein bisschen Ammo rumliegt, um das mitzunehmen. Für Mega Drive-Verhältnisse, man nimmt, was man kriegen kann auf so einer alten Konsole. Gerade was so 3D-Sachen angeht. Es gibt ja auch ein paar Ports von bekannten Spielen. Wolfenstein haben wir vorhin gesehen. Es gab eine Doom-Fassung für Super Nintendo beispielsweise. Oder auf späteren Konsolen. Okay, jetzt erstmal gucken. Machen wir die Tür auf. Den haben wir auch erwischt. Nochmal. Einen haben wir noch. So, da bist du. Dich haben wir auch hier erwischt und nochmal ein bisschen Handgun-Ammo hier dazu genommen. Ja, man tut, was man machen kann auf so einem Gerät. Und Zero Tolerance war eben für die armen Kids, die Ego-Shooter-Fans waren, aber nur einen Mega Drive hatten. War das so semi-geil. So, gib mir die Handgun. Und ey, mit drei Tasten versuchen, einen Ego-Shooter zu spielen auf einer Konsole. Zumindest muss ich nicht hoch und runter zählen. Aber angenehm geht er anders. Oh Gott, und jetzt sind so viele hier.
und die haben mich umgenietet. Das Interessante bei dem Spiel war auch, wenn ein Charakter hier verstorben ist, dann muss ich mir einen Kollegen von ihm aussuchen. Das also impliziert auch entsprechend, dass die Leben, die ihr zum Durchspielen habt, sind dann auch an Charaktere gebunden. Ich glaube, die haben sich nicht unbedingt unterschiedlich gespielt, aber ihr habt natürlich das andere Konterfei unten eingeblendet bekommen. Und aber zumindest der Kollege hier, der hat noch einen Bioscanner. Anscheinend hier, ne? Also vielleicht gab es doch eine Handvoll Unterschiede. Ah, weil er zum Medical hier gehört. Spielerisch an sich sollte man aber zumindest relativ ähnlich schießen. Da gibt es wahrscheinlich so ein paar kleine Perks, die dazukommen. Allzu lang habe ich es nicht gespielt. Das war eben rappelvoll damals in den Grabbelkisten, kann ich mich erinnern. Und das muss dann irgendwann nachträglich nochmal indiziert worden sein, weil ich glaube, wenn es auf dem Index gewesen wäre für direkt zum Release, dann hätte ich es nicht so häufig in den Grabbelkisten gesehen bei Karstadt und den anderen Kaufhäusern damals, die sowas dann gerne geführt haben. Und darunter war auch das Exemplar, was ich euch gezeigt habe. So, euch haben wir noch weggemacht und es reicht, glaube ich. Ne? Also noch viel mehr von dem uralt Ego-Shooter brauchen wir uns hier nicht geben. Aber bei Ego-Shooter sind wir noch nicht zu Ende, denn noch mehr ist runtergekommen vom Index. Wir gucken die nächste Mats uns an. Und hier sehen wir, wenn wir schon id Software sagen, dann dürfen wir auch 3D Realms sagen. Natürlich ein anderer großer Spieleentwickler und Publisher. Am bekanntesten für die Duke Nukem-Spiele natürlich. Blake Stone, Aliens of Gold. War mir persönlich nicht bewusst, ein Titel, der hierzulande auf dem Index war, mit so ein bisschen Space-Design und so weiter. Und der ist auch auf dem Index gewesen und wieder runtergekommen. Aber noch ein weiterer Titel, auch sehr kürzlich, kurz vor der Aufnahme dieser Show, dann vom Index genommen worden. Ein Spiel, mit dem ich vertraut war. Nämlich Rise of the Triad in der Fassung. Ein Alleinstellungsmerkmal, das war bestimmt nicht das erste Spiel, was es hatte, aber dass du hier Double Wielding machen kannst, Akimbo, ne, beide Hände mit entsprechenden Pistolen ausstatten. Und es war so im Stil natürlich, ne, von 3D Realms, so ein bisschen wie die Duke-Sachen gewesen sind, hat mich noch ein paar andere Shooter dran erinnert und entsprechend durch den kann man jetzt auch nicht so gut erkennen, aber es hatte entsprechend dann den Gewaltgrad natürlich, weswegen es auf dem, da sagen wir so ein bisschen, weswegen es auf dem Index gelandet ist und dann in den ganzen Diskettenboxen bei entsprechenden Kits nur noch maximal verfügbar gewesen ist. Das ist auch mittlerweile vom Index runter. Also wir sollten nicht mehr so viele von den alten klassischen Ego-Shootern haben, die noch wirklich richtig fest indiziert sind oder vielleicht sogar noch auf der beschlagnahmten Liste da nochmal mit drauf. Es wird also alles ein bisschen einfacher, wenn man solche Retro-Shows vorbereiten kann. So, mit Ballern machen wir weiter, aber und jetzt bitte ich die Regie einmal auch die Musik ordentlich aufzudrehen, denn hier wird geballert, aber es ist alles ein bisschen kleiner und vor allem richtig funky, würde ich sagen. Denn wir gehen zum Amiga rüber und ein Spiel, was in England entstanden ist, können aufs Ingame raufgehen, denn dieses Spiel wurde nicht von der Royalen Britischen Legion quasi empfohlen. War, never been so much fun. Also, War, never been so much fun. Krieg hat noch nie so viel Spaß gemacht. Wir sehen da, glaube ich, gerade die Entwickler, die sich in Posen wie bekannte Filmfiguren oder Rockstars verkleidet haben. Und das ist so ein bisschen das Motto des Spieles. Cannon Fodder heißt es, ist da auch auf etlichen Konsolen noch mal rausgekommen. Das hier ist im Speziellen die Amiga-Fassung oder die Amiga-CD-Fassung, weil wir hier auch noch den schönen Song im Hintergrund haben. Ich fand ihn so fantastisch, dass wir den einmal uns hier auch anhören sollten, weil das exemplarisch ist dafür, ne? Warum wahrscheinlich der Titel auch damit auf dem Index gelandet ist. Und wir schauen uns den kurz an und ich lese nachher noch ein bisschen aus dem Indexbeschluss vor, denn dieses Spiel hat sich auch das Maniac Special angenommen. Also, Cannon Fodder, ihr habt kleine, wuselige Figuren. Ja, sehen ein bisschen so aus wie bei Sensible World of Soccer auf dem Amiga. Allerdings, sie spielen keinen Fußball, sondern sie ziehen in den Krieg. Sie spielen maximal Fußball mit den Körperteilen der Gegner. Ja? Und man sagt, bei solch kleinen Figuren, ich habe hier einen Mauszeiger und ich kann meine Truppen hier hinbewegen, aber ich kann sie dann auch entsprechend ballern lassen mit dem anderen Knopf. Kann das so brutal sein? Ihr seht, ihr habt es gesehen und ihr habt es gehört. Das war jetzt die erste Mission zum Eingewöhnen, aber wir gehen gleich in die nächste hier weiter. Trotz des kleinen Designs, realistische Schreie, Bluteffekte, wo es splattert und alles da weghaut. Und man sollte eben denken, okay, durch die Verniedlichung, durch den Comic-Stil War
has never been so much fun. Sollte eigentlich verständlich sein, dass das nicht besonders ernsthaft gemeint ist. Allerdings, die BVJM damals, onward Virgin Soldiers, ja, marschiert nach vorne, ihr jungfräulichen Soldaten. Bald seid ihr keine Kriegsjungfrauen mehr, sondern ihr dürft eure Leute dann gleich wegballern. Haben das alles mit dem parodistischen Auge gemacht. Und gehen wir hier kurz, okay. Guck mal, da kommt einer hier aus dem Wasser. Ich hier schön mal weghauen. Man kann die auch so ein bisschen juggeln, auch nochmal dazu. Die Konsolenversionen müssten wahrscheinlich nicht hier mit dem Mauszeiger gespielt worden sein. Es ist natürlich jetzt hier die Computer-Amiga-Steuerung, wobei es hier auch bei mir zum Glück mit dem Stick ganz gut geht. Und es steuert sich trotz dieser Point-and-Click-Sache, also nicht das direkte Steuern, sondern hinzeigen, wo man möchte. Und dann die hier. Es hat was für sich. Also, ich habe den Titel nicht wirklich viel davon oder nicht wirklich viel. Oh, einen von mir hat's erwischt. Schade, schade. Müssen wir gucken, ob wir mal hier übers Wasser dann kommen. Ich habe nicht allzu viel damals von dem Titel erlebt, weil die Zeitschriften waren natürlich voll davon. Ne? Oh, try again. Ach, ich hätte die Brücke nehmen können. Verdammt nochmal. Was soll ich denn da bloß machen? Probieren wir es noch einmal kurz, weil ich will zumindest über die Brücke rüber das wegballern. Ich habe in den Zeitschriften viel davon gelesen, aber da der Titel eben auch entsprechend relativ fix auf dem Index gelandet ist, hatte man nicht so häufig die Gelegenheit, das jetzt zu machen, bis ich es dann später einmal nachgeholt habe. Und es ist ein ganz eigenständiger und unterhaltsamer Titel. Warte mal, ich versuche mal jetzt hier. Ich gehe selber mal übers Wasser und ich überrasche die Leute. Guck mal, wie. Das war eine gute Stelle hier, weil ich kann gleich noch mal von hier die Leute dann angreifen. Da wäre die Brücke gewesen. So, da kommt er von hinten. Machen wir dich hier mal weg. Mache ich euch alle hier mal weg und so weiter. Und ja, ihr könnt euch mal im Kopf zurechtlegen. Ihr könnt mal drüber nachdenken, was genau jetzt die Indizierungsgründe sind. Ein bisschen sieht man es ja schon. Ja, wir lassen die Leute mal hier kurz kommen. Boah, direkt im Wasser. Mega fies, dass ich sie im Wasser erwischt habe. Dafür können wir, im Wasser können wir übrigens nicht ballern. Deshalb müssen wir mal gucken, dass mein Rechter, der drüber kommt. Ihr könnt euch mal Gedanken drüber machen, warum dieser Titel auf dem Index gelandet war. Und jetzt natürlich dann vom Index runtergekommen ist. Das müsste aber auch hauptsächlich an der entsprechend abgelaufenen Zeit liegen, dass wir im 25-Jahre-Rhythmus gekommen sind, weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass davon noch mal eine Collection oder eine Switch-Version, das ist häufig einer der Gründe, ne? Wenn so noch mal Neuauflagen für die Switch jetzt kommen. Mal hier kurz gucken, wie war das hier auf der, hier kann ich mir die Map mal anschauen, ich bin da vorne, ich müsste die meisten eigentlich erwischt haben, aber irgendwo fehlt mir noch einer. Ich gucke nochmal hier oben nach. Das häufig mal, wenn für Switch solche Auflagen kommen, haben wir an Doom ja gesehen, ne? Weil es da sich nochmal rentiert, so eine Collection. Da waren nochmal welche. So eine Collection nochmal aufzulegen. Das waren die, ja, Phase komplett haben es geschafft. Dass sich lohnt, die auf der Switch nochmal aufzulegen. Deswegen gehen die Publisher nochmal ran und forcieren das nochmal, das deindizieren. Was ja heutzutage bei solchen Sachen möglich ist, da es eine USK-Einstufung im Nachhinein darüber dafür geben kann. Aber dem hier, denke ich, war es dann nicht so. Wir können weg davon, denn War, never been so much fun. Aber es war spaßig genug, um sich dem hier einmal vernünftig zu widmen. Und ich gucke jetzt einmal kurz in den Indizierungsbescheid von der Akte BVJM. Wie gesagt, den Link hatten wir ja eingeblendet. So, Auszüge aus der Indizierungsentscheidung vom 21.07.1994 ist es gewesen. Erreichen die Schüsse ihr Ziel, so werden die Folgen überdeutlich visualisiert. Die tödlich getroffenen Gegner zerbersten unter qualvollen Schreien in blutige Fleischmassen. Unsauber angebrachte Schüsse bewirken, dass die Körper der Versehrten sich über einen längeren Zeitraum hinweg bestialisch brüllen, brüllend am Boden winden. Blut entweicht fontänenartig dem Unterbauch. Also Prosa haben sie drauf gehabt damals. Die sozial-ethische Desorientierung rührt hier aus der Einübung des gezielten Tötens. Die programmimmanente Logik bindet den Spieler an ein automatisiertes Befehls- und Gehorsamsverhältnis, dessen wesentlicher Kern das reaktionsschnelle, bedenkenlose Töten zahlloser menschlicher Gegner ausmacht. Ein Zögern oder Ausweichen der zu steuernden Spielfigur wird vielmehr durch den Abbruch des Spiels bzw. einen Zwang zur stetigen Wiederholung ein und desselben Spiellevels bestraft. Und so weiter und so fort. Da sind noch einige Absätze, weswegen das initiiert. Aber ihr seht, ne? Da sind sie echt in sich gegangen und haben das nochmal in viele blumige Worte gefasst, was eben das auslösen könnte. Man muss auch sagen, zu der damaligen Zeit, da
solche Ratings, die wir bekommen haben, wenn jetzt so Spiel ist geeigneter Punkt, Punkt, Punkt. Das war auch zu einer Zeit, wo das ja nicht alles wirklich so rechtlich bindend war, ne? Dass die USK rechtlich bindende Ratings oder sowas zu den Spielen macht. Das ist ja erst viele Jahre später gekommen. Schaut auch, wie gesagt, dafür genauere Details das erste Special da einmal kurz an. Das müsste hier noch zu der Zeit gewesen sein. So eine Indizierung ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit gewesen, zu verhindern, dass diese Spiele offiziell in Kinderhände gelangen, also dass Kids das kaufen könnten, wenn sie es gekauft hätten, damals Computerspiele überhaupt, und zumindest einige der Kids davor geschützt werden. Und dann wurde eben dieses Maß genommen, das quasi einem Verbot gleichkam. Ein Verbot war es per se nicht, die Indizierung. Bei der Beschlagnahme sieht es natürlich noch mal ein bisschen anders aus, aber es war so aus dem öffentlichen Auge draußen, da würden die Kinder nur unter erschwerten Bedingungen da rankommen. Was haben wir noch hier? Wenn wir schon bei erschwerten Bedingungen und so weiter sind, Filmumsetzungen entsprechend von ballerlastigen Filmen hatten es auch sehr schwer gehabt, gerade auf deutschen Homecomputern, und wir lassen die nächste Mats laufen. Da sehen wir gerade ein Spiel, was auch vom Index gekommen ist, nämlich Die Hard 2 für den Amiga. Die Hard, natürlich die Fortsetzung von Stirb langsam, Stirb langsam 2 auf dem Flughafen. Hier ist das der erste Level zumindest, der als eine Art Lightgun-Shooter mit einem beweglichen Fadenkreuz umgesetzt wurde. Lightgun-Shooter sind auch nochmal eine ganz andere Geschichte, gerade im Hinblick auf, was war indiziert, was war nicht indiziert. Und ob es jetzt mit einer richtigen Lightgun gewesen ist oder wie beim Amiga hier, wo ihr einfach ein Steuerkreuz mit der Maus oder entsprechend dem Controller da bewegt habt und geballert habt. Ihr schießt auf realistisch aussehende Figuren. Da sind entsprechend Blut- und Splatter-Effekte, wenn dann überhaupt. Und es ist ein aktiver Akt des Tötens, der dazu kommt. Bei den Filmen, um sie zu konsumieren, das ist ja auch noch Kunst, was drumherum, bei den Spielen ist es dann umso heftiger. Und ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es gibt noch eine Handvoll Lightgun-Shooter, die auch vom Index nochmal runtergekommen sind. Allerdings bereite ich auch ein bisschen länger schon ein Lightgun-Special nochmal vor. Und da ist es ein bisschen diffiziler zu gucken, was ist auf dem Index und was ist nicht mehr auf dem Index, weil da sind zwischendurch immer wieder mal Titel, die nicht vom Index runtergekommen sind oder welche, wo du denkst, das müsste eigentlich indiziert sein, aber die nie offiziell in Deutschland erschienen sind und dementsprechend kein Pastor konnte das Spiel sehen und einen Antrag machen oder keine besorgten Eltern konnten sagen, hey, check das mal hier, BPJS damals, und sag mal Bescheid, ob das geeignet ist oder nicht. Mehr zu Lightgun-Shootern wird es dann entsprechend in dem anderen Special geben, in hoffentlich naher Zukunft, wenn ich damit dann fertig bin mit der Vorbereitung. Wir gehen einmal in die Werbung. Wenn wir zurück sind, haben wir noch mehr Sachen, die nicht mehr auf dem Index sind. Bereitet euch gut vor, es wird hart. Bis gleich. Weiter geht es mit dem großen De-Indizierungs-Special hier im Retro-Club auf Rocket Beans TV. Folge Nummer 2, Folge Nummer 1 vor vielen Jahren gewesen mit Colin und mit mir. Schaut euch gerne in der YouTube-Beschreibung einmal um. Da ist der Link nochmal für euch. Oder geht auf Rocket Beans TV, da gibt es ja auch das schöne Retro-Club-Archiv. Ich habe mich lang dran gesetzt und bemüht, die Sachen vernünftig einzutippen. Da findet ihr es in Staffel 2 von vor ein paar Jahren. Könnt ihr euch über die Titel, über die wir uns damals ausgelassen haben, was da alles vom Index gekommen ist, mit in entsprechenden, wie geht das mit dem Bescheiden, wie ist das mit der BPJM, der BPJS damals gewesen, tobt euch da gerne aus. Wir gehen wieder aber auf ein paar Titel rüber, die mittlerweile vom Index runtergekommen sind, und wir waren bei John McClane, wir waren bei Bruce J. Willis, der alten Kartoffel, die mit Die Hard 2 auf dem Amiga auf dem Index gelandet ist. Wer ist auch noch auf dem Index gelandet und ist nicht mehr drauf? Der hier, unser Kollege Rambo I. Nein, Rambo 3 natürlich in der Sega Mega 3-Fassung im Speziellen, wobei es Rambo 3 auch in anderen entsprechenden Umsetzungen gegeben hat. Hier ist gerade die selbstablaufende Demo und passt ganz gut, da kann ich nämlich so ein bisschen dann drüber labern. Rambo 3 ist ein Top-Down Run-and-Gun, gibt es ja ähnliche Games, kreuz und quer verteilt. Und natürlich, hier kommt so ein bisschen alles zusammen, nicht nur ein kriegsverherrlichender Film, relativ, muss man sagen. Wobei, ja, Rambo 1 nicht, aber Rambo 2 und 3 schon, muss man sagen. Ja, hier Rambo 3 in Afghanistan, wo dann Rambo richtig Terz macht mit dem Mujahedin. Schön digitalisiert, Sylvester Stallone hier. Nicht unbedingt der beste Rambo-Film,
Da ist Teil 1 noch wirklich über allen Zweifel erhaben. Ist ein richtig guter Film. Und die anderen sind mehr so diese Action-Pieces. Hier war es eben so, dass entsprechend die Lizenz noch mal dazu gekommen ist, wo die Kinder eh angestachelt werden, wie Sylvester Stallone, der Brutalo, dann zu sein. Aber du bist in einem Kriegsszenario. Du schießt mit der Kanone auf Menschen. Du hast Schreie, die dann noch mal dazu kommen. Und es wird ein realistischer Konflikt, vergleichsweise realistisch, abgebildet. So häufig war es wahrscheinlich nicht, dass so ein Konflikt entsprechend mit großen Apache-Hubschraubern und was auch immer sich da Rambo in den Weg gestellt hat, dann abgehalten wurde. Hier würde ich erstmal kurz gucken mit der Steuerung. Okay, so ging das. Also, ja, ihr könnt seine nicht enden wollende Kanone entsprechend ballern hier. Spielerisch finde ich das alles nie so geil, dass du so eine Art... Eigentlich müsste das ein Twin-Stick-Shooter sein, ne? Eigentlich müsste das ein Twin-Stick-Shooter sein, den wir jetzt hier spielen. Damit ich auch ausweichen und nach hinten gehen kann und nach vorne ballern kann. Aber ich bin nie so der Fan gewesen von... Okay, das... ich habe noch den... Okay, mit dem Pfeil, mit dem Explosionspfeil habe ich das noch gemacht. Machen wir auch hier auch mal. Oh, nee. Der hat mich umgenietet. Hab überhaupt nicht aufgepasst. Hier, wir machen mal kurz Continue und versuchen da mal ein bisschen weiter hier zu kommen. Ich würde erwarten, dass du hier tatsächlich richtig Action machen kannst, so Twin-Stick-Shooter-Style. Und es geht nicht so richtig bei so dem Spiel, ne? So, mit der Bombe. Da ist die Bombe. Machen wir den einen Turm kaputt. Machen wir den zweiten Turm kaputt und versuchen hier noch auszuweichen. Weil du musst auch in die Richtung laufen. Wo du hinballerst, die haben mich da noch einmal erwischt, aber jetzt kriegen wir sie hier. Und kannst den Kugeln nicht so geil ausweichen, ne? Und jetzt probieren wir noch mal kurz den Level. Ich habe hier noch mal einen Quicksave gemacht, weil der so ein bisschen schwieriger ist. Wir haben natürlich auch die berühmte Szene des Films, wo Rambo gegen den Hubschrauber kämpft mit seinen Explosionsfallen. Und das hat natürlich nicht dafür gereicht. Komme ich da wieder raus oder darf ich einmal, sonst lade ich einmal ich lade einmal den Safe hier neu, was soll's. Ich will einmal den Hubschrauber hier auch wegballern. Dass sowas dann natürlich auch akkurat nachgestellt wird. Mega geil ist das Spiel nicht, will ich jetzt nicht sagen, ne? So. Okay, aber jetzt habe ich ihn erwischt. Schau dir das an. Sowas kann man ja nicht in Kinderhände geben. Ne? Und das geht so weiter in dem Spiel. Da bekommt man natürlich auch als Rambo die Aufgabe, die Geiseln zu befreien, die die Russen damals in Afghanistan gemacht haben. Ja, die bösen Russen haben Afghanistan infiltriert und wir helfen den guten Mujahideen, wie sich die Zeiten ändern. Und da hat mich der Game Over hier auch schon erwischt. Das ist überhaupt kein Spiel, wo man parallel erklären kann und zeigen kann. Deshalb gehen wir auch noch mal weg davon. Habe ich hier den Indizierungsbescheid? Nee. Den habe ich hier nicht dafür, allerdings bei ein paar Spielen, die darauf folgen werden. Filmumsetzung, wirklich ganz, ganz gerne genommen. Wir hatten Bruce Willis, wir hatten hier Sylvester Stallone. Wer fehlt da noch? Natürlich, Al Pacinski. Al Pacino, oder soll es Robert De Niro sein, oder soll es Marlon Brando sein? Wir lassen mal die nächste Matz laufen, denn auch vom Index runter ist die Godfather-Videospielumsetzung auf dem Amiga. Ich weiß nicht genau, welcher Charakter das sein soll. Vielleicht ist es der junge Don Corleone, also Robert De Niro in Godfather 2 vielleicht. Und das Spezielle, man sieht, die Grafik ist eigentlich gar nicht mal so schlecht für Amiga-Verhältnisse. Du konntest da herumgehen auf den Straßengefährlichen von New York, wo alles dich angeballert hat. Allerdings, du konntest auch selber alles anballern, inklusive Passanten konntest du umnieten. Und da sind auch Mütter mit Kinderwagen gewesen, wo du einfach auch sagen kannst, geh mir aus dem Weg, du Schrulle. Und konntest einfach da drauf zielen und so weiter. Ne? Und die sind dann auch in sich zusammengesackt. Und ich glaube, das müsste einer der Gründe gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Film, ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich die jetzt komplett nochmal geguckt habe. Vielleicht war da so eine Szene, ja, wo dann Kinderwagen in Beschlag genommen wurden von Robert De Niro oder von Marlon Brando oder von Al Pacinski. Aber ich weiß ja nicht, ob das hier im Spiel so umgesetzt wurde. Es ist nicht mehr bedenklich genug, um noch auf dem Index zu landen, weil die Grafik doch schon um einiges veraltet ist. Dementsprechend ist es da runtergekommen.
Allgemein werden wir einiges an Spielen sehen. Und das ist eine Sendung, die hat nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Da gibt es noch eine Handvoll Titel mehr, die jetzt vom Index gekommen sind, über die man reden könnte. Allerdings habe ich exemplarisch ein paar ausgesucht, weil man es da ein bisschen deutlicher sehen kann, warum so ein Titel indiziert gewesen ist und warum er jetzt das wahrscheinlich dann nicht mehr ist. Es ist sehr viel auf Heimcomputern gewesen. Ne? Und die BPJS damals, die ist nach dem gegangen, weil Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften früher, bevor wir es auf Medien gewechselt haben allgemein. Und da brauche ich einmal meine Tastatur. Denn es geht um den Amiga im Speziellen und allgemeinen Computer. Viele Sachen kannte man natürlich hier von Computerseite aus her. Und dies sind die Versionen, für die Anträge eingereicht wurden. Und wir können aufs Ingame raufgehen, denn US-Gold präsentiert ein weiteres Spiel in Gemeinschaft mit Access Software und The Code Monkeys, okay, und da kommst du hier richtig rein. Viele Spiele, die auf eben Heimcomputern gewesen sind, ob es Arcade-Umsetzungen gewesen sind, eigene Varianten oder so ein Spiel wie Crime Wave, und ich gehe kurz auf die Game Options hier einmal rauf. Ich muss einmal den Game Type auf kurz stellen, weil dann sehen wir auch im zweiten Level. Ich glaube, ich würde auch zum Erklären einmal hier auf Easy lassen, wobei es ist relativ egal. Und wir skippen den Start, ansonsten hätten wir ein schönes Intro, wo die Tochter des Bürgermeisters zum Kokschnüffeln in die Toilette geht und dann entführt wird, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, das Verbrechen hat die Tochter vom Bürgermeister, vom reichen Magnaten, was auch immer, entführt. Und wir sind als Polizeieinheit hier unterwegs. Crime Wave kann man ein bisschen so als Kopie von Narc. Ja, Narc würde ich sagen am ehesten, das alte Arcade-Game von Midway, was wir auch in der letzten Folge vorgestellt haben. Und ihr seht hier Gegner, je nachdem, welche Waffe ich aufhabe, sie zerbersten in kleine Stücke hier. Also quasi ein Polizist gegen das Verbrechen. Ich muss ja sehen, dass ich mal eine geile... Ah, warte mal, ja, natürlich, ich will auch mal die Raketen, nicht nur das hier. Guck mal, bei den Raketen, holy shit! Wenn die Raketen zum Einsatz kommen, dann bleibt kein Auge trocken, ne? Es spielt sich absolut grauenhaft hier auf dem Amiga. Sehr, sehr träge Steuerung. Na, ich habe auch keine Ahnung, warum ich gerade geduckt bin. Ich habe wahrscheinlich irgendwas gedrückt durch, in den meisten Fällen, jetzt bin ich wieder aufgestanden zum Glück. In den meisten Fällen hast du nur einen Knopf gehabt, der belegbar gewesen ist, wobei der Amiga auch durchaus mit zwei Knöpfen je nach Controller umgehen konnte, je nach Joypad oder Joystick. Aber die meisten Spiele waren darauf ausgelegt, dass du die eben auch mit einem Knopf dann eben spielen kannst. Und ja, du arbeitest dich hier durch, du knallst dir die Verbrecher, die sich wirklich alle reihenweise auch umnieten lassen, damit wir bloß nicht an die Tochter des Präsidenten oder wer auch immer seine Tochter jetzt vermisst, dann wegbekommen haben. Und das ist einer der Titel, der auch runter hier gekommen ist. Spielerisch bei Weitem nicht so, dass es sich lohnt, den nochmal dann mitzunehmen, wie es bei Narc gewesen ist. Aber ich denke mal, es war so ein bisschen Mangel an Alternativen, was man... Och, den Flammenwerfer, den will ich aber noch haben. Gib mir mal den. Oder? Ist gar kein Flammenwerfer. Es war einfach nur Kugeln. Es sah so aus, als ob es ein Flammenwerfer ist, weil die Kugeln und die Raketen zusammen geklebt waren. Aber dem war nicht so. Und ja, bei dem kann man schon ein bisschen deutlicher sehen. Okay, und hier ruckelt das weniger, weil da weniger Action im Hintergrund ist. Aber können wir hier mal ein bisschen weiter durchkommen. Ich weiß noch nicht, wie lange du sowas dann damals gespielt hättest, ne? Also es wird sich wohl keiner die Finger danach geleckt haben, gesagt haben, hey, wenn Crime Wave endlich mal runterkommt vom Index, das ist mein absolutes Lieblingsspiel damals gewesen, das ist so klasse, schau dir an, wie alles herumfliegt und herumzuckelt. Wenn ich mich nicht irre, müsste es kein Äquivalent davon aus der Spielhalle geben, ne? Weil solche Sachen sind natürlich häufig mal Spielhallenumsetzungen gewesen. Mal nochmal durch hier am Café vorbei, mal sehen, wie weit wir kommen mit dem Leben hier. Ich werde auch einmal generalstabsmäßig einfach geradeaus durchlaufen, ohne mich irgendwie drumherum irgendwie zu drehen. Solche Sachen sind gerne mal von der Spielhalle umgesetzt worden und sind dadurch ins Licht der BPJS hier damals eben gerückt. Oder entsprechend jemanden, der einen Antrag stellen konnte. Was man oft sagen kann, Inhaltsgleichheit. Ne? Wenn jetzt so eine Amiga-Version indiziert würde und es gibt... Ah, warte mal, da oben ist der Exit, dann müsste ich wenigstens noch hier den Level hier sehen. Lässt du mich durch? Nö. Egal, was ich mache, da kommen immer mehr. Sie lassen mich nicht durch. Ja, da würde ich sagen, dann können wir weg davon. Wenn ich nicht mal durch die Tür kann, dann lohnt sich das ja auch nicht mehr.
hier wirklich groß weiterzuspielen. Wenn es jetzt so eine Arcade-Version gegeben hätte und die im großen inhaltsgleich ist, dann müsste man natürlich aufpassen und sagen, oh, ihr habt doch die Amiga-Version initiiert und nicht die Arcade-Fassung. Ist immer so ein bisschen diffizil. Deshalb da, wenn du von der medienberichterstattenden Seite gewesen bist, musstest du auf Nummer sicher gehen. Ne? Da du ja keine Werbewirkung für diesen Titel erzielen möchtest, indem du sagst, zum Beispiel Crime Wave, das war ein tolles Spiel, wird hier als Werbung ausgelegt und du darfst keine indizierten Spiele bewerben. Also konnte dir schon die ganze Auflage eingestampft werden. Was wurde dann gemacht? Entweder wurde gar nicht drüber berichtet, es wurden verfremdete Titel genommen und entsprechend Bilder gezeigt. Im Fall von Mortal Kombat, wie oft habe ich in den Zeitschriften sowas wie Moralkompott lesen müssen? Na, wenn es dann darum ging, um so einen Titel anzusprechen. Oder es wurde eben dann geschwärzt und alles Mögliche dran gemacht. Es haben schon etliche Auflagen von Zeitschriften, die hat's gefetzt, ne? Weil dann sowas im Nachhinein drin gewesen ist oder irgendwo mal ein Hakenkreuz durchgerutscht ist, weil ein Screenshot von einem anderen Spiel dann nochmal zu sehen gewesen ist und schwupps, ist die Auflage entsprechend weg gewesen. Also ganz schwierige Regularien und es macht die Berichterstattung von so alten Games für mich zumindest um einiges leichter, wenn ich nochmal, ich habe eine schöne Liste, wo ich gegenchecken kann, was ist noch auf dem Index, was ist nicht auf dem Index drauf und wenn es dann mal runter ist und es sich lohnt, darüber zu sprechen, können wir das natürlich hier einmal machen. Wir gehen auf den PC rüber und da ist ein Spiel vom Index runtergekommen, das erinnert an ein paar andere Spiele. Ich weiß gar nicht, ob die noch auf dem Index sind, deshalb werde ich nicht konkret darüber sprechen, aber dieses Spiel heißt Quarantine. Und es hat ein ganz fantastisches Intro, das wir uns einmal in aller Ausführlichkeit jetzt angucken. Ein Taxifahrer hat schwer in der Zukunft. Ne? Konnte das wahrscheinlich ableiten an dem Intro. Taxifahrer in der Zukunft mit Fahrgästen, denen egal ist, wie gefährlich es ist. Wir haben ja unsere Knarre in der Hand und können uns dementsprechend erwehren. Wir lassen auch die nächste Matz gleich laufen, denn da sehen wir ein bisschen Ingame dazu. Quarantine, und ich habe es gerade noch mal gecheckt, der eine Titel, mit dem ich es vergleichen wollte, der ist noch indiziert, deshalb werde ich ihn nicht nennen. Aber es ist ein Spiel, wo du Auto fährst aus der Ego-Perspektive und bei dem anderen konntest du Leute umfahren auf entsprechenden Straßen. Das ist hier auch gegeben. Allerdings ist es gemischt mit Crazy Taxi, also dass du deine Fahrgäste hast und von Punkt A zu Punkt B bringen musst, währenddessen es ganz, ganz heftig auf den Straßen abgeht. Und ich denke mal, gerade diese Komponente mit dem per Auto Leute überfahren und umnieten,
hat zu sehr an diesen anderen indizierten Titel erinnert, dass dementsprechend Quarantine deswegen auf dem Index gelandet ist, hat durch das Jahreslimit dann nochmal die Neuprüfung bekommen und ist danach vom Index runtergekommen. Jetzt kommt ein Spiel, bei dem, ganz im Ernst, ich war mir nicht sicher, warum es auf dem Index ist. Wir gehen aufs Ingame, hier noch einmal drauf. Und dieses Spiel heißt Super Double Dragon für das Super Nintendo. Spiel aus der Double Dragon Serie natürlich. Und ich glaube, es müsste auch das einzige sein von der Serie, das indiziert ist. Ist ein Beat'em Up. Du läufst mit deinem Charakter umher. Und jetzt muss ich mal aufgucken, weil da die Steuerung meist nervtötig ist. Hier, ihr habt eure Figuren, mit denen ihr hier herumlauft. Ganz typisch im Double Dragon, im Streets of Rage, im Final Fight Style, wo ihr hier Kicks und Punches machen könnt und die Leute da umnieten. Und dieses Spiel ist indiziert gewesen. Also jetzt nicht mehr, aber ich hatte es damals zum Release nicht gespielt. Und da gab es auch einen guten Grund, warum ich es nicht gespielt habe. Den werde ich euch gleich nennen, wenn wir aus dem Indizierungsbescheid hier vorlesen. Weil das ist, finde ich, doch eine ganz spannende Geschichte. Habe es erst im Nachhinein gesehen. Ich habe aber es immer auf den Indexlisten drauf gesehen und gedacht, okay, was ist jetzt so speziell und brutal an diesem Teil? Zum Beispiel jetzt hier, der Typ mit dem Messer hat mich geslasht. Kein Blut, kein gar nichts. Ne, ich habe ein Messer geworfen und so weiter. Also, da kenne ich Mario Jump'n'Runs, die brutaler sind als das hier. Außer es gibt jetzt eben den Hand-to-Hand-Combat, der hier mit dabei ist. Ich dachte immer, das ist eine ganz brutale Fassung und Double Dragon. Oh Mann, das war ja eigentlich immer eine ganz solide Prügelspielserie. Hab's in der Automatenhalle damals gespielt in Griechenland, weiß ich noch. Und da den ersten Teil auch recht häufig gezockt. Aber da, was könnte an Super Double Dragon denn jetzt so gewesen sein, dass es indizierungswürdig ist? Da habe ich gespielt. Ich will nicht ausschließen, dass es spätere Level gibt, ne? Wo dann irgendwelche harten Splatter-Effekte oder sonst was zu sehen sind. Aber die BBJS hat sich schon Gedanken darüber gemacht, warum es ist. Und man muss auch hier sagen, wenn ich die Gründe gleich vorlese, hängt natürlich damit zusammen, willst du, dass dieses Spiel in Kinderhände kommt oder nicht? Und ich sehe das jetzt nicht so bedenklich, ne? Also außer wirklich so, dass Leute sich... Es sind Pixelfiguren, die sich gegenseitig hauen. Meine Güte, ne? Und das auch nicht mal besonders super umgesetzt, weil es spielt sich nicht besonders gut. Es sieht nicht so dolle aus. Da gibt es wesentlich bessere Vertreter auf den entsprechenden Geräten und so weiter. Aber dieses Game hat eben der BBJS damals so auf den Magen geschlagen, dass es einen Antrag irgendwo gegeben hat, dass sie es auf den Index gepackt haben. Und jetzt ist es durch die entsprechende Listenstreichung nach den 25 Jahren wieder runtergekommen. Weil bei dem hier bezweifle ich auch, dass da irgendjemand rangekommen ist und gesagt hat, jetzt ist auch mal gut. Oh, Aufzug. Ja, warte mal, kann ich hier... Ich muss da einen wahrscheinlich hier raushauen aus dem Aufzug. Ich will zumindest noch einen. Ah, damit die Leute reinspringen können. Komm mal her, meine Freunde. Spring mal rein, dann könnt ihr wieder raus. Was, ich wollte doch einen wieder runterspringen lassen. Ach, fällt er nicht runter? So, euch zumindest will ich nochmal weghauen und dann kümmern wir uns um den Indizierungsbescheid. Sag mal. Jetzt gehen wir aber auf die Nudel. Immerhin hat er schöne Kicks, muss ich sagen, ne? Da hat er so eine kleine extra Animation mehr. Guck mal, ich kann den hier treten und dann nochmal zurück. Ich vertrage aber auch wirklich viel. Okay, das war schon ganz cool, ne? Wo er den Arm gefangen hat und dann ging es rüber. Okay, die beiden haben wir mitgenommen. Also ihr habt gesehen, wie brutal der Titel ist. Wir können gerne weg davon. Und ich gehe zum Indizierungsbescheid dann drüber. Also, 29. Oktober 1994 ist es indiziert worden. Die sozialethische Desorientierung rührt hier, ist das das Richtige? Ja. Die sozialethische Desorientierung rührt hier aus der gezielten Einübung brutaler kämpferischer Attacken, die, wenn nicht die Vernichtung, so zumindest schwerwiegende Verletzungen menschlicher Gegenüber zum Ziel haben. Also auf die Fresse hauen. Dies wird durch den Zugewinn an Spielpunkten und die Visualisierung zu Boden driftender Körper sowie finale Todesschreie der Attackierten honoriert.
Dennoch werden blutige Verletzungen sowie generell die Qualen Verletzter oder Sterbender nicht visualisiert. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass es sich bei der vom Hersteller anvisierten und erreichten Zielgruppe hauptsächlich um Kinder handelt. Während nämlich Gewalthandlungen mit drastisch sichtbaren Folgen Kinder zu Empathie gegenüber dem Opfer anregen und daher auf Ablehnung stoßen, wird die Saubermann-Gewalt nicht als problematisch empfunden. Sie gilt als witzig und spannend und wird, insbesondere von männlichen Kindern, bevorzugt als gerechtfertigt legitimiert. Also, dieses Spiel wurde initiiert, weil es nicht brutal genug ist. Ja, weil wenn es brutaler wäre, dann würde man natürlich Abscheu empfinden gegenüber dem, was auf dem Screen passiert. Und dadurch, dass es so comichaft und lustig ist, ist es durchaus wert gewesen, das Spiel von Kinderhänden wegzuhalten. Einen letzten Satz möchte ich noch dann geben, weil die Indizierung, ne? Wie gesagt, es muss ja auf Antrag irgendwie passieren. Irgendjemand hat das Spiel gesehen und dann gesagt, das müssen wir hier wirklich von der Straße hier wegbekommen. Also, mit einem Schriftsatz verweist die Verfahrensbeteiligte auf einen geringen Verbreitungsgrad des Videospiels, der auf negative Rezensionen zurückzuführen sei. Also das Spiel ist schlecht bewertet worden, hat sich dementsprechend wenig verkauft. Das seit Anfang des Jahres 1994 lediglich 24 Einheiten des Videospiels verkauft wurden, lässt keine Rückschlüsse darauf zu, dass Super Double Dragon im geringen Umfang vertrieben werde. Es wurden 24 Exemplare verkauft in Deutschland. Von dem Super Nintendo-Modul, das du damals nur unter sehr, sehr erschwerten Umständen sowieso kopieren konntest, wenn überhaupt. Ne? Also, du musstest ja das Modul physisch haben. Also gehen die davon aus, dass die Verbreitung, also wenn, dann ist sie nicht so viel höher gewesen, weil wer hatte damals schon irgendwelche Kopierstationen und konnte sich entsprechend damit ausrüsten oder hat dann Importe damals gespielt? Das sind bestimmt ein paar mehr als diese 24 gewesen, aber 24 haben sich in Deutschland verkauft und eine dieser 24 war dann der Grund, warum es bei der BPJM eingegangen ist, dass dieses Spiel auf den Index gekommen ist. Also finde ich eine ganz faszinierende Geschichte, wirklich, gerade bei dem Spiel. Lest das alles nochmal bei der Maniac nach. Wir gehen auf die nächste Matz rüber. Und da sehen wir ein Spiel, was auch vom Index runtergekommen ist. Dem habe ich tatsächlich schon ein bisschen Zeit gewidmet und euch da das Arcade-Original gezeigt, vor einiger Zeit über Sequels, die nicht den Namen des Vorgängers tragen. Total Carnage ist der Nachfolger von Super Smash TV und ähnlich wie das Rambo, was wir hatten, ein Top-Down-Run-and-Gun. Mit entsprechend, ihr seht ja, also Super Smash TV, das war ja auch dieses Game-Show-Ding, wo ihr in Top-Down-Ansicht, wobei hier Twin-Stick-Gameplay super funktioniert, das Ballern auf den Knöpfen, den vier Knöpfen für vier Richtungen und Bewegen mit der Steuerung, sodass man nach hinten laufen kann und ballern kann, haben sie echt gut umgesetzt in den meisten Fällen, dass man es auf den Konsolen vernünftig spielen kann. Es hat aber eben diesen Gewaltgrad dann gehabt, der das auch noch mal transportiert hat nach außen. Hier habt ihr gesehen, wie die Figuren im Blut zersplattern. Das war jetzt hier im Speziellen die Amiga-Version. Welche Version auch noch indiziert gewesen ist, müsste die Super Nintendo-Fassung sein. Aber ich glaube, die Super Nintendo-Fassung war sogar um einiges entbrutalisiert worden, wenn entweder mit wenig Blut oder sogar grünem Blut als Alternative, was das Ganze natürlich noch mal ein bisschen unheftiger macht. Sei es drum, ne? Total Carnage, schaut euch die Folge über Sequels, die nicht den Namen ihres Vorgängers tragen, an. Da werde ich im Detail noch mal darüber sprechen, aber es ist auch vom Index runter. Und ich habe es benutzt, um die Überleitung zu machen zu einem ähnlich spielenden Titel. Und dann gehen wir für das letzte Game des heutigen Tages in das Ingame einmal rein. Die Bitmap Brothers, ne? Ganz berühmtes Duo an Programmierern aus England, müssen sie gewesen sein, die gerade sich auf Heimcomputern richtig ausgetobt hatten, hatten ein Spiel gemacht, was auf den Hype-Computern unterwegs gewesen ist. Wir spielen dann gleich die Amiga-Fassung, The Chaos Engine. Auch auf dem Mega Drive und dem Super Nintendo dann später gewesen. Ich glaube, die US-Version hieß noch mal ein bisschen anders. Nicht Chaos Engine, sondern Soldiers of Fortune. Ja, also nicht verwechseln mit anderen Sachen, aber das müsste so gehießen haben in der US-Fassung. Und es ist sehr ähnlich zu dem Total Carnage, was wir gerade gesehen haben. Eine spezielle Sache ist es hier, dass du zwei Figuren quasi steuerst oder du steuerst eine und eine kommt mit dir mit, entweder durch einen zweiten Player oder ich nehme mal den Glatzmann für mich und meinen Kollege, mal der hier, das wir mal starten können, oder es wird vom Computer gesteuert oder von einem zweiten Player. Und essentiell spielt sich sehr ähnlich wie dann das Total Carnage, was wir gesehen haben, oder das Rambo, was wir hier da hatten. Also ist das wahrscheinlich auch einer der Gründe gewesen, warum es dann auf dem Index gelandet ist. So, ich habe die Glatzenfigur, die ich steuere. Ich habe die Möglichkeit, hier gedrückt zu ballern. Und ihr seht, da kommen Mutanten daraus. Die explodieren, wenn ich sie anballer. Auch hier blutig geht anders. Allerdings, ich schieße Mutanten hier um den Haufen. Ich sammle Goldmünzen ein, die rauskommen. Die kommen teilweise aus Verstecken hier raus. So ein bisschen Gauntlet-Style, wobei ich hier keine irgendwelche Monsterhöhlen schließen kann. Ich muss zwischendurch in den Leveln diese
die Dinger hier aktivieren, damit sich Ausgänge öffnen und wir am Ende im Level rauskommen. Und im Grunde war es das auch schon, zumindest im Großen und Ganzen. Weil hier durch die Level gehen, schauen, dass man nicht umgenietet wird, so wie es mir hier gerade passiert ist und ich wieder dann zurückkomme. Also es ist ein bisschen auch hakelig hier mit der Steuerung, gerade auf dem Amiga. Ja, ich kann den Knopf gedrückt halten und dann kann ich in alle Richtungen schießen, aber mein Charakter bewegt sich nicht. Auch hier, ich bräuchte echt ein bisschen was Twin-Stick-Shooter-mäßiges, wo ich auch mal sagen kann, ich laufe zurück und baller und laufe den auseinander. Ach, was würde ich darum geben, dass viele dieser solchen Spiele, die von Haus aus keinen Twin-Stick gehabt haben, dass die es dann mit rüberbekommen haben, aber haben sie leider nicht, ne? Vielleicht kommt da ja auch mal ein Upgrade. Ab und zu mal gibt es irgendwelche Bonussachen, die ihr aufnehmen könnt. Schlüssel machen andere Wege auf und Käfer, die wir umnieten können. Also, es ist schon in Ordnung und das Spiel hat auch durchaus gute Werte bekommen. Es gibt auch ein Sequel, Chaos Engine 2, aber das kenne ich nicht so gut, muss ich sagen. Ich habe den ersten Teil, wenn dann, gespielt. Und ja, war wohl auch so eine Allgemeinhaltung, wo solche Sachen eben mal grundsätzlich auf dem Index gelandet sind. Und wir blicken gleich auch noch einmal kurz rein in den Indexbescheid, bevor wir mit der Folge aufhören. Da haben wir noch das Yin-Yang-Symbol. Ich glaube, jetzt müssten wir fast durch sein. Ja, da kommen sie aus den. Doch, sie haben dann solche entsprechenden Monsterhorde, ja, die wir auch wegballern können, damit sie hier nicht rausgucken. Müssen wir also auch hier aufpassen. Das Spiel ist schon okay, aber es wäre jetzt keins, wo ich gesagt hätte, oh Gott, was passiert denn hier? Jetzt haben wir den Ausgang geöffnet und hätten den Level geschafft. Genug dazu. Dann lassen Sie mal, bevor wir aufhören, ich wollte noch einmal kurz in den Indizierungsbescheid reingucken, weil auch um den hat sich die Maniac hier gekümmert, indiziert worden, 2. März 1995, also auch ganz frisch, wo es jetzt hier runter ist, wenn man die 25 Jahre abzieht davon. Das Spiel ist geeignet, Kinder und Jugendliche sozialethisch zu desorientieren. Die sozialethische Desorientierung rührt hier insbesondere aus der Einübung des gezielten Tötens. Die programmimmanente Logik, habe ich das nicht schon mal vorgelesen? Ich glaube, ich habe das schon mal. Es kommt mir vor, als ob ich es vorgelesen habe. Wobei, Unterbauch habe ich mich hier. Nee, vielleicht habe ich das mir privat vorgelesen und die klingen alle irgendwie so ähnlich. Sozialimmanent, das Wort habe ich schon mal hier gehört. Programmimmanente Logik bindet den Spieler an ein automatisiertes Befehls- und Gehorsamsverhältnis, dessen wesentlicher Kern das reaktionsschnelle, bedenklose Töten der zahlreichen Gegner ist. Also, relativ ähnlich, viele dieser Bescheide. Kinder werden zum Töten abgerichtet damit und passt auf, dass ihr diese Spiele in die Hand nehmt. Heutzutage sind wir ein bisschen erfahrener, was das alles angeht. Und all diese Titel, die wir gezeigt haben, sind jetzt vom Index runter, kann man noch mal deutlicher besprechen und entsprechende Sachen noch mal darüber sich auslassen. Und wenn dann in den nächsten Jahren noch mehr Sachen vom Index runterkommen und die Liste kleiner und kleiner wird, werden wir bestimmt noch ein weiteres Special machen. Bis dahin aber war ich euer Gregor. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und mich würde es freuen, wenn ihr es noch nicht macht. Der Rocket Beans Supporters Club, der macht es natürlich möglich, dass wir solche Sendungen wie die hier ermöglichen. Da könnt ihr gerne den Link hier benutzen und uns dann unterstützen, dann können wir nicht nur Formate wie die hier machen, sondern auch viele, viele andere schöne Sachen und vielleicht auch nochmal viele weitere Retro-Club-Folgen in der Zukunft. Ich bedanke mich und ich sage Tschüss.